aus dem Bild! So. Dann holen wir uns noch das Mosaik. Das sollte jetzt das letzte Bruchstück des Mosaiks sein. Ja, letztes Bruchstück. Und soweit ich mich erinnere, gibt es in jeder Kampagne ein Mosaik. Das genau auf dieselbe Art und Weise funktioniert. Das ist kein Quest. Das ist einfach so eine Hidden Mission. Oder eine Hidden Quest. Nur, dass wir, glaube ich, bei den anderen muss sein. Ich höre! Ja, bei den anderen Mosaiken kriegen wir, glaube ich, das erste Stück vom ersten Wächter. Oh ja, werden wir alles nochmal sehen. Kann auch sein, dass es hier noch ein zweites Mosaik gibt. Aber ich glaube, es war nur das eine hier in der ersten Kampagne. Ihr seid schwach! Niethals wird mich rächen! So. Drei Teilstücke, letztes Stück. Das Mosaik ist wieder vollständig. Der Boden erzittert, die Luft wird faulig. Den Faust mit euch! Sie kreisen uns ein! Schlagt sie zurück! Das ist euer letzter Fehler! Diener der Nacht sind hier! Ihr seid schwach! Feindlicher Angriff! Ich höre? Ja, meine Elfen... Haltet den durch, Männer! Schlagt sie zurück! Das ist eine Falle! Schließt die Reihen! Geben wir mal ordentlich Heilung. Verstärkt die Deckung! Die Deckung! Sie sind überall! Ja, eine ganze Portion grausame, aber haltet das gibt durch, Männer! XP. Auch. Lasst sie nur kommen! So. Ich höre! Aus dem Bild! Tonk, tonk. So, können wir mal hier einsacken. Der ist nice, der Bogen. Und ja, wir müssen ja ranzoomen, damit wir sehen, dass das Mosaik vollendet ist. Weil wenn wir rauszoomen, sehen wir nur Flecken Erde. Gut. Mosaik ist auch erledigt. Damit können wir Whisper den Rücken kehren. Können uns mal angucken, was wir so für Waffen und Rüstungen für uns so Neues haben. Jede Menge stumpfe Kurzschwerter, die nichts bringen. Das Ding auch nicht. Ein Orkbeil auch nicht wirklich. Nee. Bogenmäßig haben wir den Adelsbogen hier. Das wäre verdammt viele Punkte noch in Bogen. Also 6 Level.
von 10, die wir noch haben. Was halt schick ist, ist die Reichweite. Also der Reichweitenbonus von 1 und der Schaden. Naja. Da müssten wir voll und ganz auf Bögen gehen. Und das bringt ja nicht so viel, wie wir gemerkt haben. So oft, wie wir auch schon im Nahkampf waren. So, hier bin ich durch. Mit Ruhe. Mit einem Zauber. Und da ist der Geist von Hokan Ashir. Unser eigentlicher Ziel, unser eigentliches Ziel die ganze Zeit, ihn zu finden. Ein Runensklave. Dann seid ihr es, der meine Heere vernichtet. Ich brauche eure Hilfe. Nur euer Wissen kann die Völker des Nordens retten. Ich biete euch die Maske des Belial im Tausch für euer Wissen. Die Maske. Endlich gib sie mir. Erst wenn ihr euren Teil der Abmachung erfüllt habt. Ein Magier des Zirkels. Ich weiß, ein Bruder des Zirkels kam zu meiner Gruft. Er verspottete mich und stahl das Geheimnis meiner Rächer. Die Eisernen, wie kann man sie besiegen? Indem ihr den Seelenschmied tötet. Er ist das mächtigste Wesen, das ich je erschuf. Er schmiede die Eisernen aus den Seelen gepeinigter an einer finsteren Esse. Vernichtet den Seelenschmied und ihr vernichtet die Eisernen. Jedoch, mein Zirkelbruder wird das zu verhindern wissen. Gibt es eine Möglichkeit, einen Zirkelmagier aufzuhalten? Ich hörte von einem Artefakt. Ihr spricht vom Phönixstein. In seinem Inneren schläft die Macht des Allfeuers selbst. Wahr. Dies ist die einzige Kraft, die der eines Zirkelmagiers gleichkommt. Wo finde ich diesen Phönixstein? Bevor der Krieg ausbrach, lagerte er wohlverwahrt in den Archiven von Molandir. Ich würde meine Suche dort beginnen. Und jetzt gebt mir die Maske, legt sie auf das Grabmal. Schnell! Endlich! Es ist vorbei! Ja, und damit ist Hokan weg. Und die Quests erfüllt. Ja, die flüsternde Stadt und die Maske. Der Phönix. Der Phönixstein ist das sagenhafte Artefakt, das der Macht eines Zirkelmagiers gleichkommt. Seine Macht wird nötig sein, den Dunkel aufzuhalten. Der Phönix lag vor dem Krieg in den Archiven von Molandir. Dort solltet ihr die Suche beginnen. Sucht den Phönix in Molandir. Molandir weist die Stadt des Zirkels, ein Zentrum magischer Macht. In seinen Archiven lagert magische Gegenstände von unschätzbarem Wert. Dort wurde auch einst der Phönixstein aufbewahrt. Reist über den Gottwall nach Molandir. Der Weg nach Molandir führt von Vispa aus nach Norden über den Gottwall. Ja. Molandir, die Stadt der Zirkel. Magier. Oh, da ist noch eine Kiste, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Keine leuchtenden Skelette mehr in der Gegend. Nö, sieht nicht danach aus. Mal gucken, was gibt die Kiste her? Vermutlich das letzte, ja, der älteste. Tja, wir sind die Maske des Belial los. So sternförmige Amulette übrigens nicht. Das wäre... Ja.
am Schwertfels gefunden haben. So, Ältester. Priester mit Mondsilberrüstung, Mondsilberhammer und Zauberstab oder Schild. Kampffähigkeit. Verstärkt die Nahkampffähigkeit verbündeter Einheiten in der Umgebung. Das macht die ziemlich praktisch. Also ein paar Älteste immer dabei zu haben. Halt verbündete Einheiten in der Umgebung. Nur zu! Also ja, das ist unser Ältester. So. Dann auf zum Gottfall. Nun rede endlich! Warum willst du dein Leiden unnötig verlängern? Eure Gewalt wird euch nichts nützen. Von mir erfahrt ihr gar nichts. Hauptmann, lasst hier alles durchsuchen. Alles, hört ihr? Ich will dich, Splitter. Und wenn ich das ganze Land verwüsten muss, foltert das Pack, wenn nötig. Sie hatten ihre Chance. Bringt mir den Splitter oder Bria, bringt mir euren Kopf. Ja, da haben wir jetzt gerade den neuen Feind kennengelernt. Blub. Auf dem Wall der Götter. Um Monad hier zu erreichen, muss der Gottfall überwunden werden. Eine gewaltige Mauer aus Fels, die der Wind der Zeit und Menschenhand begehbar gemacht haben. Erkundige euch bei Kerwin nach der Lage. Kerwin, einer der Talwachen, scheint ein heller Bursche zu sein. Er hat vielleicht wichtige Informationen über die Lage. Ja, wir müssen nach da oben kommen. Durch die Bria-Wölfe, durch unseren neuen Feind. Weil, was ich vergessen habe zu sagen, bevor wir durch das Portal sind, wir haben jetzt hiermit den zweiten Akt abgeschlossen. Und damit den zweiten großen Feind, die Untoten, hinter uns gelassen. Also nach der schwarzen Faust. Die Untoten, jetzt die Bria-Wölfe. Für den dritten Akt. So, Kerwin Zweischneider. Durch dieses Portal ist schon sehr lange niemand mehr gekommen. Wie habt ihr das vollbracht? Gott, siehst du grimmig aus. Das ist eine lange Geschichte. Ich würde lieber die eure hören. Ich bin Kerwin, Soldat der Roten Legion. Was wollt ihr wissen? Wo ich hier bin für den Anfang. Ihr seid am Fuße des Gottwalles. Hier findet ihr einige der wenigen Siedlungen, die es in den Düsterlanden noch gibt. Zumindest findet ihr sie noch, solange die Bria-Wölfe sie nicht völlig zerstört haben. Die Bria-Wölfe? Söldner, elendes Pack! Sie plündern unsere Höfe und foltern unsere Leute. Früher waren sie nur lästige Schmeißfliegen, aber inzwischen... Warum greifen sie eure Siedlungen an? Ein Magier, ein Illusionist namens Mechlan, bezahlt sie dafür. Er sucht etwas, einen Gegenstand oder ein Schmuckstück. Es soll irgendwo hier verborgen sein. Ich muss dringend Mulandir erreichen. Gibt es einen Weg, diese Söldner zu umgehen? Nein, das Portal nach Mulandir liegt auf der Spitze des Walles. Ihr werdet mitten durch sie hindurch müssen. Diese Kerle plündern und morden, wie es ihnen gefällt. Sie werden vor euch nicht Halt machen. Gut. Dann wollen wir sie nicht warten lassen. Was ist die Rote Legion? Die Rote Legion stand einst im Dienste Urams, des Dämonenbeschwörers. Er war der Zirkelmagier, der über dieses Gebiet herrschte. Er lag mit dem Nekromanten Hokan im Streit. Lebt Uram noch? Nein, er hat sich bei der Konvokation mit seinem eigenen Zauber vernichtet, wie die meisten des Zirkels. Wir handeln nicht mehr unter seinem Befehl. Wir versuchen einfach nur noch zu überleben. Also sind die Siedler hier ehemalige Legionäre Urams? Ja, die meisten der Leute haben nach dem Krieg begonnen, sich irgendwo niederzulassen. Aber dieses Land ist teuflisch. Deshalb mussten einige von uns ihre Rüstungen anbehalten. Ihre Aufgabe war es, für unseren Schutz zu sorgen. Unser Stützpunkt hier, dort oben auf der Spitze des Walles, ist von den Bria-Wölfen zerstört worden. Aber es gibt noch mehr von uns, überall in den Düsterlanden. Das erklärt, warum ihr so dämonisch ausseht. Muss ich noch etwas über diese Söldner wissen?
Die Breawölfe sind Menschen wie wir. Ihr solltet also gut zwischen Freund und Feind unterscheiden. Sie sind perfekt ausgerüstet und organisiert, wie eine reguläre Armee. Der Wall ist wie eine große Treppe, auf deren Stufen die Siedlungen errichtet wurden. Sie sind fast alle im Besitz der Söldner. Die Bauern sind geflohen oder haben sich versteckt. Falls ihr es schafft, einige der Söldner zu vertreiben, werden euch unsere Leute sicherlich dankbar sein. Helft ihnen, dann helfen sie euch. Ja,